So, hallo liebe Dampfmaschinenfreunde. Ja, wir haben wieder ein schönes Modell im Angebot für euch. Und zwar ist das, ja, ich kann sagen, quasi eine neuwertige D101. Ja, leider ist nur der Karton nicht dabei. Schade, schade, aber so ist das leider. Die schmeißen beim Kauf immer den Karton weg. Ja, ich muss dazu sagen, das Modell haben wir reinbekommen und der junge Mann hat leider einen Fehler gemacht. Was ich immer wieder sage, achtet auf euren Wasserstand. Immer ganz wichtig. Wenn man zu wenig Wasser drin habt und ihr habt ordentlich Hitze drunter, dann wird der Kessel irgendwann zu heiß, weil kein Wasser drin ist. Und was passiert? Die Lötstellen gehen auf. Das heißt, ich habe es neu reinbekommen, ich habe den Kessel komplett neu verlöten müssen. Ist wirklich top geworden. Man sieht hier gar nichts mehr, dass überhaupt was dran war. Das wird alles fachmännisch abgelötet, dann wird es vernünftig blank gemacht, dann wird sie da verlötet vernünftig. Sieht wirklich top aus. Ja, der Maschine konnte ich so nichts feststellen. Wahrscheinlich neu gekauft. Ja, den Fehler gemacht, zu heiß geworden und dann. Ja, was sollen sie machen? Neuen Kessel wollte er nicht kaufen wohl. Lohnt sich wohl nicht, sagt der junge Mann. Na gut, deswegen haben wir ihn wieder repariert. Wirklich top geworden. Wir haben auch abgedrückt. Alles super dicht. Ja, jetzt wollen wir sie mal vorführen. Wie gesagt, Regelventile haben wir wieder verbaut, weil es macht ja keinen Sinn, diese kleinen Modelle, die man nicht regeln kann. Ich baue alle Modelle um, die halt kein Regelventil haben. Ich habe auch schon alte Dampfmaschinen umgebaut, die man nicht regeln kann. Das spielt für mich keine Rolle. Gut, es gibt natürlich Sammelmodelle. Da sollte man es vielleicht nicht machen oder vorher mit dem Kunden abklären. Da kann man es reinbauen, aber man kann ja alles wieder rückgängig machen. Leitung kann man ersetzen, da kommt halt eine neue Leitung rein, eine neue Dampfleitung rein und dann sieht man nichts mehr. Ich baue auch Modelle um, nehmen wir an, ganz besondere Modelle. Man kann alles wieder zurückbauen, das ist alles kein Problem. So, wie gesagt, wir haben jetzt Regelventil verbaut. Das sind D101, wirklich in Top-Zustand. Lass uns einmal ein bisschen tuckern. Ihr kennt ja meinen Hebel, den ich mal verbaue, oder die Regelventile. Da kommt dann einfach ein Plastikhebel dran, weil das aus Metall ist, das Regelventil, das wird zu heiß, überträgt ja die Hitze. Und dann kann man das nicht mehr anpacken, da müsste man eine Zange nehmen. Aber mit dem Hebelchen aus Kunststoff, das geht. Wenn ihr da mal kurz auf und zu macht, wunderbar. So, ihr seht ja auch, was ein neues Modell ist, mit der Pfeife, mit dem Plastikgriff. Alles wunderbar dicht, pfeift auch super, kann ich so nichts feststellen. Ihr seht das auch, dass das Abwasser hinten reingeht, dass die durch den Schornstein raucht. Der geht halt unterirdisch die Leitung hier rüber, geht hier in den Kesselhaus rein und sammelt sich dann hier in den kleinen Behälter. Ne, den könnt ihr dann immer rausziehen, mal leer machen nach einer Weile. Ist eine feine Sache. So, mit da drauf ist ein Schleifbock und so eine Handsäge oder so eine Kreissäge ist mit drauf. Eine schöne Transmission. Ich finde das Modell wirklich gelungen. Und ich habe das schon mal erklärt im Video, ihr könnt ja noch eine Riemenscheibe anbringen oder auf Wunsch mache ich euch noch eine bei, wenn ihr das haben möchtet. Und da könnt ihr hier noch eine Transmission hinstellen und könnt natürlich die Anlage erweitern. Ihr könnt natürlich alles Mögliche mit betreiben. Die 10er, die hat schon ein bisschen Kraft. Da könnt ihr auch ein paar Sachen anschließen. Ja, und jetzt könnt ihr auch wenigstens regeln. Weil ihr wollt ja, ihr seht ja jetzt, wie schön langsam die tuckert. Und das geht ja leider nicht ohne Regelventil. Ja, und jetzt könnt ihr sie schön langsam tuckern lassen. Die braucht auch nicht viel Hitze. Wenn ihr mit Gas betreibt, gut, dann braucht ihr wirklich nur ganz wenig aufdrehen. Weil bei diesem kleinen Kessel und bei dem kleinen Aggregat braucht ihr nicht viel Hitze. So, ich lege natürlich wieder von mir bei. Neues Startpaket. Trockenbrennstoff, S-Pit. Oder V-Tabs, sorry, V-Tabs ist schon das Bessere. Kosten 10 Euro. Müsst ihr mal überlegen, was ich euch immer dabei lege hier. So, der Brennschieber natürlich dabei. Ich lege von mir auch noch einen Trichter dabei. So bin ich zu euch. Bei mir gibt es alles gratis. So, hier haben wir noch ein Tütchen zu mit zwei kleinen Schräubchen. Man kann auf Wunsch den Kamin oder den Schornstein festschrauben. Was ich aber Blödsinn finde, weil wenn man sie wegräumt, dann ist der nur im Weg, da macht man eh wieder ab. Ne? Hebt euch die Schrauben auf, ich lege sie gerne dabei. Und wichtig, wenn ihr fertig seid mit Spielen, Wasser raus. Wasser raus, immer ganz wichtig. Alles offen lassen oben und nicht in so einen gelben Sack oder Tüte packen, wenn ihr das wegpackt. Dann schwitzt das, das vergammelt euch, dann habt ihr irgendwo Rost oder nicht gut. Also Wasser raus und dann, wie gesagt, ein Tuch, ein Leintuch nehmen oder von Mama irgendwas. Müsst ihr halt mal fragen, dass es halt nicht schwitzt, dass es ausatmen kann. Und wie gesagt, Kessel auflassen, legt euch hier Zebertuch rein, legt den Kamin rein, die Teile rein, hier die Pfeife und das könnt ihr alles da reinlegen. Dann passiert den schönen Lack auch nichts. Auch den Brenner nicht hier draufstellen, sage ich auch mal wieder. Ne? Egal, ob jetzt eine neue Platte ist oder eine alte Platte ist, immer nicht da drauflegen. Wenn ihr das unbedingt drauflegen wollt, legt euch hier eine Gummimatte hin oder irgendwas. Sonst verbrennt euch der Lack.
So, die ist jetzt neuwertig, ihr habt da gar nichts dran. Die ist wirklich top. Guckt euch die schönen Bilder an. Die machen wir gleich bei eBay Kleinanzeigen. Die ist wirklich, ja, ja, wahrscheinlich neu gekauft. Dann hat der junge Mann nicht drauf geachtet. Oder wie die Jugend halt mit umgeht. Die wertschätzen es ja auch gar nicht mehr. Die kriegen sowas geschenkt. Und dann gehen die damit um, als wenn es nichts kostet. Ne? Das ist immer das Problem. Es kostet viel Geld, so eine Maschine. Ich glaube, die kostet neu, ja, kostet die über 200 Euro. Müsst ihr jetzt mal googeln, was die neu kostet. Ich glaube, ja. Ja, das muss nicht sein, Leute. Ne? Da könnt ihr ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Das kostet viel Geld. Mama und Papa mussten auch schwer dafür arbeiten. Oder auch nicht. Weiß jetzt nicht. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist das viel Geld für so ein kleines Spielzeugmodell. Und dann kann man das vernünftig behandeln, dass die es Leben lang, eigentlich halten die es Leben lang. Wenn man sich immer dran hält, wie ich immer sage, alles schön einölen. Kessel, destilliertes Wasser. Was ich immer mache, ist ein Wasserkocher, das Wasser warm. Dann dauert das nicht so lange, gerade wenn ihr mit ihrem S-Pit heizt. Dann ist das Wasser heiß. Ihr macht ein, zwei V-Tabs rein, das reicht euch. Da könnt ihr schon spielen mit. Aber wie gesagt, kocht das Wasser ab, dass es warm ist. Dann geht das ruckzuck. So, wie gesagt, wir testen auch alles ausgiebig jetzt. Pfeife geht, Sicherheitsventil macht bei 1,6, 1,7 auf, habe ich auch gemessen. Es reicht für so ein kleines Modell, ist alles top. So, wie gesagt, wir haben auch nur ein Bar drauf, das reicht jetzt. Wir wollen da nur langsam tuckern lassen. Abgedrückt haben wir sie, Kessel ist soweit dicht, das funktioniert alles. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, vor und zurück, läuft wirklich super. Und ihr könnt es jetzt schön langsam tuckern lassen. Es ist doch eine Augenweide, wenn man so eine Maschine so tuckern lassen kann. Es macht ja keinen Sinn, wenn die nur losrattern. Ich will euch das jetzt nicht demonstrieren, weil müsste ich jetzt ein bisschen Gas aufdrehen und dann rappeln die wie eine Nähmaschine. Euch gehen auch die ganzen Lagerböcke kaputt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Modelle ich reinkriege, die das schnelle Fahren die Lagerböcke auswaschen und kaputt gehen. Da muss ich ständig neue Lagerböcke oder Hülsen dafür drehen, dass wieder ruhig läuft. Ne? Also es tut der Maschine nicht gut, wenn die wie eine Nähmaschine als rattert. Also macht es keinen Spaß und die Maschine geht euch kaputt. Das ist nicht Sinn der Dampfmaschine. Deswegen bitte an Vilesco, wenn es einer von Vilesco sieht, bitte verbaut doch Regelventile in alle kleinen Modelle. Ich kann nicht auf der ganzen Welt für euch alle die Regelventile nachlöten. Ich bin schon alt am Reinbauen und jeder kommt an, hier kannst du mir so ein Regelventil verbauen, weil es macht wirklich keinen Sinn. Ihr macht euch die Maschinen kaputt, egal wie klein die sind, die Maschinen, es macht keinen Spaß erstmal und, ne, und nee, ich sage jetzt auch nichts mehr dazu. Aber bitte, bitte, Vilesco, wenn ihr das seht, baut bitte Regelventile euren ganzen Modellen, dass alle Modelle regelbar sind. Das wäre eine große Bitte an mich. Gut, gut, ich will es auch gar keinen schlecht machen, aber das könnte Vilesco ruhig machen. Weil die haben die Sachen da, die Regelventile. Bei der Werkstatt, bei der D141 bauen sie es rein. Dann können sie es auch in alle anderen Maschinen bauen. Gerade in D14, das ist so ein Highlight, D14. Wenn ich da ein Regelventil einlöte, die Kunden oder die Kinder oder sonst was, die freuen sich so darüber, dass die Maschinen so schön langsam tuckern lassen können. Bei vielen haben wir auch nur das Modell und möchten es nur hinstellen, so ein bisschen tuckern lassen. Ne? Und das kann man dann leider nicht. Und auch wenn ihr einen Gasbrenner habt, man kann das nie so reduzieren, weil wenn ihr jetzt wieder Kraft braucht, nehmt mal an, ihr habt jetzt ganz wenig Druck, habt kaum Druck, die tuckert jetzt so langsam so und dann wollt ihr wieder Gas. So, hier braucht ihr nur aufdrehen und ihr habt sofort wieder Power. Also Regelventil muss rein. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wir haben jetzt eben viele Bilder gemacht. Guckt euch die vielen Bilder an, die ist wirklich neuwertig. Konnte hier nichts feststellen, dass irgendwas dran ist. Gut gebraucht ist sie, wie gesagt, der junge Mann hat die schon ein, zwei Mal betrieben. Aber wahrscheinlich dann beim zweiten, dritten Mal nicht aufgepasst. Zu heiß. Also immer Wasserstand beachten. Wenn ihr sowas spielt, ihr seht, ich habe jetzt noch Viertel drinne. Jetzt kann man noch ein bisschen fahren. Aber immer drauf aufpassen, wenn zu wenig ist, dann lasst lieber einen Druck runter und schüttet Wasser nach. Ist ja kein Problem, mal so ein kleines Modell. Ne? Feuer aus. Kann man auspusten und dann macht man noch ein bisschen Wasser nach und dann kann man wieder weiterspielen. So, in der Schale, wenn die, wie gesagt, jetzt ist ziemlich voll, dann kann man die auch zwischendurch mal rausmachen. Halt die einfach mal an, das Modell, macht die Schale raus, macht die leer, macht sie wieder rein und könnt weiterspielen. Das ist eine feine Sache. Wir können sie auch mal ohne Antrieb fahren lassen. Und wie gesagt,
Das Aggregat ist wirklich noch top. Hat wahrscheinlich fast nichts gelaufen, weil dann der Kessel kaputt war. Also der Maschine jetzt kauft, der kriegt quasi eine neuwertige. War nichts ausgeschlagen, alles super Zustand noch. Und wie gesagt, gleich bei eBay Kleinanzeigen mit der schönen modernen. Das bisschen Zischen, was ihr manchmal hört, das kommt von der Pfeife, weil das ist Plastikhahn, der macht dicht, der dehnt sich aus durch Hitze und da kommt immer mal ein bisschen Tröpfchen, tropft da immer runter. Ja, das ist aber ganz normal bei den Pfeifen. Pfeifen tun sie ja. Da haben wir aufgepasst, alles geht. Nein, alles super. Meine Löterei ist auch top geworden, bin sehr zufrieden. Sieht top aus, ist super dicht. Ich persönlich löte lieber alles nach. Dann bin ich auf der sicheren Seite, weil der Kessel ist halt zu heiß geworden, da muss man aufpassen. Ja, also immer genug Wasser rein. Dann habe ich weniger Arbeit, wenn ihr die Kessel alle heile lasst und Wasser raus. Kriege auch viele Modelle, wo der Deckel durchgerostet ist hinten, weil das so weggestellt wird. Und irgendwann gammeln die halt durch. Da könnt ihr mir erzählen, wie die wollen. Die sind von innen isoliert oder irgendwas oder beschichtet. Die gammeln euch durch. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich kann euch genug Bilder schicken, wo die durchgegammelt sind und Roststellen haben. Und naja, gut, gut. So reicht mir mit der Sabbelei. Läuft wirklich traumhaft. Jetzt könnt ihr das schön regeln. So macht das Spielen auch Spaß. Gerade für ein Kind, wenn man so ein Kind so eine Maschine stellt, man möchte sie auch vernünftig erklären. Und da möchte man sie so schön langsam tuckern lassen. Gerade das macht auch Spaß bei so einem schönen Modell. Und alle, die es selber machen wollen, ich habe euch das schon mal erklärt. Und ich habe auch ein Video, wie man so ein Regelventil einbaut. Ich sage immer nur, sauber arbeiten, alles schön abkleben. Und dann, wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick hat, kann da eigentlich nichts passieren. Gut, gut. Und wie gesagt, wenn nicht, müsst ihr mir halt das schöne Modell zuschicken. Dann löte ich euch das fachmännisch da rein. Und da macht das Spiel auch wieder Spaß. So, gut, gut. Dann bis zum nächsten schönen Modell, wenn ich mal wieder eins habe. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich kaufe nicht mehr so viele Modelle auf. Sind leider alle viel zu teuer geworden. Die wollen ein Geld dafür haben und machen nichts. So, und diese Maschine ist komplett erstmal gereinigt, poliert. Der Kessel ist top, der Aggregat, ne? Aber die mir schon gekauft haben, die wissen das. Ich will auch keine Werbung machen. Ich gebe mir immer die größte Mühe, das Modell muss top sein. Alte Schrottmodelle kaufe ich jetzt gar nicht mehr ein, weil die wollen auch für die Gammeldinger so viel Geld haben. Wenn ich da zu viel Geld und Arbeit reinstecke, da, das machen wir nicht mehr. Und die so Traumvorstellungen haben von Preisen, nein. Behaltet die mal schön. So, soll reichen, euch einen schönen Abend und bis zum nächsten schönen Modell, euer Tüftler. Läuft wirklich super. Lass mal so auslaufen. Ja, und ihr seht ja, macht das Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Ja, jetzt haben wir nur alles voll gesaugt mit dem Öl. Nein, das macht keinen Spaß. Das macht man einfach nicht. So, Gas ist abgedreht. Soll reichen mit der Spielerei und gleich bei eBay Kleinanzeigen. Euer Tüftler. Nochmal.